Wunderschönen guten Abend. Wir wollten heute noch etwas über die Eigenschaften der Dienste in Abhängigkeit des verwendeten Transportprotokolls anschauen. Und zwar, Sie haben hier zwei sehr zentrale Protokolle in diesem Layer 4, und zwar UDP oder noch wichtiger das TCP. Also TCP und UDP haben zentrale Eigenschaften, die dann zur Auswahl dieses Transportprotokolls führt. Gell? Wer muss denn das wählen? Der Entwickler. Gell? Also wer als einen Dienst implementiert, eine Anwendung schreibt, gell? Der muss dann Protokolle einhalten, gell? Und das entsprechende Transportprotokoll dann verwenden. Und wenn man selbst ein Protokoll entwickelt, selbst ein solches Anwendungsprotokoll hier schreibt, gell, dann muss man auch festlegen, was eben das geeignete Transportmittel ist. Gell. Das ist wie im richtigen Leben. Gell. Nicht jedes Transportmittel ist gleich. Gell. Okay, ja, schauen wir mal. Und zwar, also das sind die Eigenschaften der Dienste, gell, in Abhängigkeit von Layer 4, gell, des Transport-Layers. Und zwar Eigenschaften der Dienste im Netz in Bezug auf den Transport-Layer. Und zwar unterscheidet man da eben dieses TCP und das UDP. Und wenn wir da mal schauen, das TCP, das ist zuerst mal verbindungsorientiert. Gell. Das heißt, dass wir, bevor wir kommunizieren, also die Verbindung unterhalten, gell, müssen wir sie mal aufbauen. Und wenn wir fertig haben, müssen wir sie abbauen. Gell? Und dieser Aufbau und der Abbau der Verbindungen, der ist dann immer notwendig. Gell? Und dazwischen machen wir die Unterhaltung. Gell? Aber das Ganze führt dann dazu, dass wir das, oder das haben sie so entwickelt, dass das dann auch zuverlässig ist. Wenn wir als Entwickler auf der einen Seite ein Byte machen und dort etwas hineinschreiben und wir bekommen keine Fehlermeldung zurück, dann können wir davon ausgehen, dass es auf der anderen Seite auch richtig korrekt angekommen ist, vollständig und die Pakete in der richtigen Reihenfolge und so weiter. Wer hat sich darum gekümmert? Das TCP. Gell? Also TCP liefert die Schnittstelle, wir können was reinschreiben, gell? Und es kommt dann auf der anderen Seite raus. Und was wir reinschreiben, kommt dann auch wieder raus und umgekehrt. Gell? Also das ist TCP. Das ist jetzt toll. Gell? Und zwar wird das dann auch sehr, sehr häufig eingesetzt. Gell? Also es ist beherrschend. Gell? Aber es gibt einen Satz, wo das so wichtig ist, dass das so zuverlässig ist, gell? Und da sind ursprünglich so Sachen auch als Begründung genommen worden, wie zum Beispiel Sprachübertragung, gell? Oder Videoübertragung, gell? Wenn da mal so ein irgendwas aufflackert und dann ist wieder weg, gell? Dann ja, ist zwar vielleicht nicht toll, aber das ist nicht so tragisch, gell? Schlimmer wäre es, wenn wir da ein TCP verwenden müssten, das eben schwerfälliger ist, gell, aber dann für jedes Byte garantieren würde. Gell. Und so hat man eben dieses UDP entwickelt. Gell. Das ist verbindungslos, ohne Dolon, Aufbau, Abbau, Aufbau, Abbau und so weiter. Gell. Und es ist nicht zuverlässig. Gell. Das heißt, es hätte überall Fehler drinnen sein müssen, wenn da was drüber kommt. Gell. Aber wenn da ein Paket verloren geht oder wenn da irgendwas nicht richtig ist, dann muss es nicht unbedingt dann auch korrekt sein. Wir können also als Programmierer nicht davon ausgehen, dass die Übertragung korrekt ist. In dem Fall müssen wir uns selbst eben um die Korrektheit kümmern, gell, wenn was verloren geht oder was falsch gemacht wird. Gell. Also, UDP ist also für Anwendung ohne Bedarf an hoher Zuverlässigkeit, gell, aber mit Bedarf an Bandbreite. Gell. Also man kann da mit gleicher Bandbreite mehr daraus machen. Gell. Zum Beispiel Streaming von Video oder Audio. Gell. Das, wenn es normalerweise gut geht und dann ist irgendwann mal etwas, was halt ein bisschen schief geht, gell, dann, ja, dann knistert es halt mal so, gell, und das war's dann. Gell. Oder ein anderer Einsatzgebiet ist, wenn wir eine Kleinübertragung haben. Gell? Also zum Beispiel DNS, wenn das funktioniert mit DNS, ist in Ordnung. Und sonst müssen wir halt eine neue Anfrage stellen. Gell?
Okay, das ist die Idee dahinter. Ja, und so kann man dann unterscheiden, und wenn ihr nächstes Jahr dann programmiert, müsst ihr auch unterscheiden, weil was ist die Anforderung, wenn ihr frei seid in der Wahl, und wenn ihr nicht frei seid in der Wahl, dann müsst ihr diesen Transportlayer dort anschauen und dann eben schauen, was dann das Protokoll eurer Wahl ist. Gell? Schneller, dafür unzuverlässig und verbindungslos, UDP, oder weniger schnell, gell? Und dafür aber zuverlässig, gell? Und eben ja, verbindungsorientiert. Dankeschön.